Du sollst deine Hausaufgaben machen. Du sollst deine Hausaufgaben machen. Moin, moin. Wir sind's wieder und wir machen heute was Interessantes, Ja. worauf wir uns beide schon freuen. Ja. Wir sprechen nämlich über die komischsten, abgefahrensten Kinderspielzeuge. Verrücktesten. Ja. Da freuen wir uns drauf. Kacke-Knete. Na und? Früher hat man das Kalamatsch genannt. War auch Kacke-Knete, nur aus der Natur. Heute musst du dafür Geld bezahlen. Früher bist du einfach bei Regen rausgegangen und hast mit unterschiedlichen Förmchen Kackwürste gebaut oder so. Oder mit der bloßen Hand. Und heute Ja, gibt es Kacke-Knete zu oder hast bestellen. mal in dein Töpfchen gelangt Ja. hinterher. Das war ja noch kostengünstiger dann. Also ich stelle mir auch vor, dass dieses sehr gut einsetzbar ist. Also in Altenheimen und überall, wo sich Senioren treffen. Solange man noch Scheiße kneten kann, sind die Hände in Ordnung, Auf jeden Fall wahrscheinlich. kannst du Ja, damit das die kann. Arthritis bannen und Ich so. glaube, da passiert ganz was anderes. Das wird dazu benutzt, das legen Schüler ihren Lehrern aufs Pult. Das ist doch völlig klar. Und Das gab's dann schon kommt der mal. Lehrer rein und denkt, da hat mir einer aufs Pult geschissen. Dafür wird das verwendet werden. Bitte? Also, nee. Das ist ja doch wohl absolut geschmacklos. Ebola, also ist das für Kinder, die daran erkrankt sind, zum Trost? Oder was soll das sein? Oder sieht das so aus wie ein Virus? Naja, Und was das macht. Ebola-Virus-Kuscheltier wird eins sein, was du immer wieder desinfizieren kannst. Da kannst du mit kuscheln und Das ist draufbeißen aber doch und nicht es voller witzig. Ebola-Viren sabbeln und hinterher wird es wieder. Erna, Ja, ist doch ich muss dich wahr. da doch mal zur Ordnung rufen. Das Nee, habe ich noch gar nie gemacht, nichts. glaube ich. Ist ja eklig. Ne, will ich nichts mit zu tun haben. Es gefällt mir nicht. Würde ich Also, meinem Kind nicht geben, mag ich nicht. wenn Finde es krank ich wäre. finde es geschmacklos. So. Ja, gut, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Brille ist mit leicht getönten Gläsern und dass also ja unangenehm aussehende Getränke dadurch eine etwas angenehmere Farbe kriegen. Sage ich dem Kind, ja, du musst ja nicht so eine Pissbrühe trinken, sondern das ist ein Erdbeershake. Und dann gebe ich ihm diese rosa getönte Brille. Dass es sowas ist wie eine Taucherbrille, also hier so, ne? Und dann integriert mit einem Strohhalm hier, wo man dann also, auch wenn man unten im Korallenriff taucht, immer mal. Also integrierter Strohhalm. Ja, so habe ich es mir vorgestellt, aber ich gebe zu, das ist ein bisschen abwegig. Wenn es Bayern München Bettwäsche gibt, warum soll es denn keine Pizza-Matratze geben? Also mich würde interessieren, ob man da auch zwischen verschiedenen Sorten wählen kann. Was Mehr. soll denn da Spielzeug eigentlich dran sein? Das hat doch überhaupt keinen Spielwert. Nee, aber Nährwert. Mit Stange. Jo. Also das ist bestimmt Das. Spielzeug für erwachsene Männer, nehme ich an. Nee, guck dir Gut. doch kleine Mädchen an, wie die manchmal schon aufgedonnert werden von ihren Müttern, sage ich jetzt Ja, mal. und wer spielt bitte Wie dann damit? kleine Die kleinen Erwachsene. Mädchen oder die kleinen Jungs? Na, die kleinen Mädchen. Ach, die kleinen Die Mädchen treten sich um üben die damit Stange, fürs ja. Leben, ja, klar. Aber es könnte natürlich sein, dass dass Jungs durch dieses Modell zum Puppenspielen animiert werden sollen. Aber man konnte die doch sowieso ausziehen, glaube ich. So eine Barbie, die musste man ja ausziehen können, die konnte man ja umziehen. Also das war mal, ist eigentlich ja nur die Stange neu. Sonst ist ja eigentlich alles beim Alten. Eine Merkel-Barbie. Merkel-Barbie? Das gibt es? Ich könnte mir vorstellen, dass man eine Merkel-Barbie bei den Hausaufgaben einsetzen kann, weil die könnte auch so eine Spule in sich haben. Du sollst deine Hausaufgaben machen, du sollst deine Hausaufgaben machen. Das sagt sie zu den Griechen und Spaniern ja auch. Also insofern, da würde ich noch einen pädagogischen Mehrwert sehen. Also ich habe mir vorgestellt, dass man mit der Merkel-Barbie gleich bestimmt 10 verschiedenfarbige Jacketts geliefert bekommt. Ja, das ist es. Das ist das, was ich schon immer gebraucht habe, eine Minecraft-Hacke. Wo man dieses Gestein abhacken kann. Ja, das finde ich richtig gut. Echt? Ja, da kannst du Kinder die Duplos mit hacken lassen oder so. Macht mich relativ fassungslos. Ist ja eklig, was alles nachgebaut wird. Manometer. Drüber Geht's nur darum, wie nachdenken. stark der Stromschlag ist. Der ist nicht so stark wie im Weidezaun, denke ich.
Aber es prickelt so schön. Der große und der kleine Bruder. Wenn du jetzt das nicht tust, sag ich's Mama, hat man früher gesagt. Und heute, wenn du das nicht tust, dann taser ich dich. Sag doch einfach mal, was das verrückteste Spielzeug ist, was ihr jemals gekriegt habt. Und dann kommentiert das. Also, herzlich willkommen auf der Endcard. Wenn ihr oben drauf klickt, dann seht ihr den kleinen Film über Minecraft, als wir das gespielt haben. Und unten die witzigsten, komischsten, skurrilsten, affigsten Amazon-Produkte. Und tschüss. Macht's gut.